So, long time no see. Lang, lang ist es her, dass ich hier was gepostet habe auf diesem Kanal. Ich hatte jetzt Umzugsstress und dementsprechend nicht wirklich viel Zeit, Videos zu machen. Wenn ihr dieses Video seht, kann es auch schon wieder über eine Woche alt sein. Ich bin aktuell noch ohne Internet. Hab jetzt aber mal kurz Zeit gefunden, ja, dieses Video zu machen. Kurze Nachricht noch an die neu gewonnenen englischen Subscriber, short message to my English subscribers. Thank you so much for subscribing. I hope you liked my Red Dead Redemption 2 Unboxing Video. Unfortunately, it got taken down. Rockstar striked me and I haven't been able to upload the unboxing again. But I'm sure as of now you're already playing it yourself or have seen other unboxings of it. But nevertheless, I'm very grateful for your support. And if you want to stay, you're very welcome to stay. I'm always happy with new subscribers. But be advised, I'm mainly focusing on foreign language films, especially Asian films. And unboxing video games is something I'm not doing that often, so you might want to leave, but if you stay aboard, you're very welcome to do so. Ja, dann würde ich sagen, mach mal weiter. Genau, ich habe hier einen absoluten Schmankerl. Und ja, es geht um die Satoichi Box mit 25 Satoichi Filmen von Criterion und der Criterion Collection aufgelegt. Eine wunderbare Edition. Leider bin ich selber noch nicht dazu gekommen, die Filme zu schauen. Aber ich erwarte mal in bester Lone Wolf and Cub-Manier 25 Filme voller japanischer Samurai-Glory. Und ja, die Box selber ist auch wunderschön gemacht. Sehr, sehr funky, sehr, sehr bunt. Ihr seht das hier mit den verschiedenen ja, Zeichnungen und den Farben. Sehr, sehr farbenprächtig das Ganze. Sehr bunt alles. Wir sehen hier eben an der Seite das Satoichi-Logo, The Blind Swordsman. Hier The Criterion Collection, hier haben wir eben auch das Criterion-Symbol. Nummer 679. Also wenn man da jetzt anfangen würde zu sammeln, würde das wahrscheinlich ein ziemliches Groschengrab werden. Ihr seht hier auch, das Design streckt sich hier, also geht hier durch. Sehr, sehr schön finde ich das auch hier mit den Ästen. Und ja, hier steht das Ganze dann auf dem Kopf. Ich drehe es mal, dann kann man, denke ich, das ein bisschen besser sehen, auch wenn es natürlich so gewollt ist. Scheint mir hier so ein Schwertkampf in so einer, in so einem öffentlichen Bad zu sein. Heiße Thermen. Genau, und ihr seht, das Design hier, das lappt, überlappt quasi mit den Ecken und Kanten und zieht sich hier einmal komplett durch. Es ist einfach, ja, eine absolute Schönheit. Ja, Criterion-typisch erwarte ich natürlich beste Qualität in Bild, Ton und Umsetzung und bin mir auch ziemlich sicher, was Criterion hier liefern wird. Ja, es ist übrigens nicht die Combo Edition, die ist mittlerweile out of print. Da waren dann quasi noch DVDs mit dabei. Ihr seht hier, zieht sich bis hier rein. Sehr, sehr cool. Und ist auch sehr stabil, sehr, sehr klasse. Also es ist nicht die Combo-Version, sondern die reine Blu-ray-Fassung. Ich sag mal, als Sammler hätte ich jetzt zu den DVDs zusätzlich nicht Nein gesagt, aber erstens brauche ich das nicht. Das nervt auch schon bei den Mediabox mich immer, weil was will ich mit schlechterer Qualität? Und ja, es wäre so ein Nice-to-have-Feature gewesen, weil man hat dann hier eben die Möglichkeit, dass man das nochmal hier aufklappt. Hier sieht man es besser. Das hier wäre aufklappbar gewesen, habe ich bei einem anderen Unboxing-Video gesehen. Ja, aber
So passt es natürlich auch, weil das Wichtigste ist drin. Es sind tatsächlich drei Filme pro Blu-ray. Es ist aber nichts komprimiert oder so, also dass man jetzt Kompressionsartefakte hätte, habe ich mir auch schon Reviews zu durchgelesen. Hier hat man also wohl einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und dann hat man hier eben auch so ein wirklich hübsches, eine hübsche Blu-ray mit den Titeln drauf. Ah, sieht einfach fantastisch aus. Das ganze Art Design, ein absoluter Traum. Und ja, kurioserweise fehlt der 26. Teil, der allerletzte Teil fehlt. Hatten sie anscheinend nicht die Rechte und die, die die Rechte haben, haben vielleicht einen zu hohen Preis aufgerufen, keine Ahnung. Ist aber mittlerweile in Amerika auch erschienen, der 26. Teil. Aber in nicht so toller Qualität und auch eben nicht von Criterion. So gesehen ist das hier die fast komplette Criterion Collection. Aber natürlich trotzdem viel besser geht es nicht. Wir haben hier übrigens die Daten immer, das Jahr, Laufzeit in Farbe oder nicht. Und dann steht hier immer in Japanese with English Subtitles und Aspect Ratio, also die Bildinhalt. Aber ist eigentlich bei allen gleich, daher was hätten sie sich das eigentlich auch sparen können. Denn zum Glück gibt es keine Übersetzung, keine Synchronisation, sondern nur die wunderbare japanische Sprache. Ja, das Set ist mittlerweile auch in UK erschienen. Criterion hat ja jetzt auch einen UK-Zweig eröffnet. Das hier ist aber tatsächlich die amerikanische Version, weil es gab jetzt einen Sale von Criterion, 50% auf alles. Beziehungsweise ist dieser Sale eigentlich speziell bei Barnes & Noble, heißt das. Keine Ahnung, was das für eine Kette ist in den USA. Aber Amazon.com ist eben da mitgezogen. Und dann gab es das hier für 99 Dollar. Dann hast du natürlich noch Versandkosten und die Einfuhrumsatzsteuern, die natürlich anfallen, die aber Amazon dir direkt berechnet, damit du nicht zum Zoll rennen musst. Also ja, das hier ist... diese Edition selber ist schon ein Kunstwerk für sich. Wirklich fantastisch. So schön bunt. Hier bei Zatoichi meets Yoshimbo trifft der Darsteller hier eben auf Toshiro Mifune sogar. Auch ziemlich, ziemlich nice. Weil Toshiro Mifune natürlich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Also insgesamt sind es 9 Blu-rays. Das hier war jetzt eben die 8. Und dann kommen wir hier noch zum letzten Film in dieser Edition, aber dem vorletzten der Reihe. Zatoichi's Conspiracy und Supplements. Also die Extras sind hier auch mit drauf. Das ist eine Dokumentation und ich glaube ein Interview mit einem Filmwissenschaftler. Aber wir sehen es gleich nochmal genauer, was exakt da jetzt drin ist. Genau. Hier auch sehr, sehr geil. Mit den Würfeln. Natürlich wieder irgendein Spiel, das die Samurai früher da gespielt haben oder die alten Japaner an sich. Genau. Und dann kommen wir hier eben noch zu dem Buch, das dabei war. Hier sehen wir eine schöne Zeichnung von Satoichi, wie er gerade Reis isst. Sehr, sehr cool. Hier, das war übrigens außen angebracht auf der Box. Das ist so ein Sticker. Ich verstehe nicht ganz, warum sie es nicht so als Einleger gemacht haben. Aber so ließ sich gut lösen, der Kleber. Und dann habe ich es einfach hier reingeklebt. Und dann sieht das doch auch ganz cool aus.
Hier sehen wir eben alle Filme. Hier eine Einleitung. Hier auch nochmal ein Kommentar und dann noch Infos über den HD-Transfer. Das ist auf jeden Fall ein sehr dickes Buch. Und ja, gibt es was Besseres als japanische Samurai-Filme aus den 60er und 70er Jahren? Ja, in den 50er Jahren. Nee, aber ohne Spaß. Ich glaube, es gibt wirklich fast kein schöneres Genre. Und jetzt haben wir hier immer noch so eine Synopsis, Cast, Credits und Zeichnungen von 25 verschiedenen Künstlern, die zu jedem der Filme eine Zeichnung beigesteuert haben. Hier ein Artwork. Oh, sieht fantastisch aus. Auf Zatoichi bin ich das erste Mal aufmerksam geworden durch so ein YouTube-Video, kurioserweise. Das hieß The Best Sword Fight of All Time. Und das war so ein Schwertkampf im Schnee. Und also im Schneegestöber, und es sah wirklich wunderschön aus. Und dann natürlich gleich die Kommentare ausgecheckt. Und ja. Dann natürlich seitdem auf der Rechnung gehabt, beziehungsweise im Blick gehabt. Dann war ich erstmal mega enttäuscht, weil out of print. Wusste damals noch gar nicht, dass Criterion dann auch eben ein Blu-ray-only-Set nachlegen wird, was identisch ist, soweit. Aber also auch von den Inhalten, nur es fehlen halt je zwei DVDs. Aber ist wirklich vernachlässigbar. Unschöner wäre es jetzt gewesen, wenn sie eine reine MRA-Only-Variante jetzt rausgehauen hätten. Aber diese Schönheit hier, das will man sich doch nicht entgehen lassen, wenn wir ehrlich sind. Das ist göttlich und ja, ich hatte ja eigentlich vor, Red Dead Redemption 2 weiter zu zocken, weil ich bin jetzt, wie gesagt, nicht so viel zum Zocken oder allgemein zum Anschauen gekommen durch den Umzug. Aber wenn ich das hier sehe, jetzt in den kalten Wintermonaten, hätte ich sicherlich kein Problem, diese 25 Filme hier wegzubingen. Ja, mal schauen. Ah, wunderschön, diese Zeichnung hier. Ah, fantastisch. Es gibt auch noch ein 100 Episoden lange Serie mit demselben Hauptdarsteller. Da berappt man dann aber 1000 Dollar, wenn man die will. Auf DVD gibt es die über so eine Seite zu kaufen. Habe ich auch über Recherche rausgebracht. Da kostet dann eine Volume 250 Dollar und es sind eben 25 Folgen pro Volume. Vier Volumes sind's. Das ist natürlich dann ein bisschen out of reach, was das Budget angeht. Aber wer das Geld hat und hardcore sich die 100 Episoden reinhauen will, do it. Also hier, ihr seht das wirklich wunder, wunderschön. Schwarz und Gold. So, haben wir hier noch was. Nochmal das. Und hier ist eben nochmal die Inhaltsangabe selber zu dem Teil und was alles mit dabei ist. Blu-ray Special Edition Features. Ja, bis sowas mal nach Deutschland kommt, ja, ich glaube, das erleben wir nicht mehr. Da sind wir dann alle, glaube ich, schon tot. Nee, keine Ahnung. Aber so ein Ding sollte man sich echt nicht entgehen lassen. Wie gesagt, Criterion hat jetzt auch einen UK-Zweig und hat diese Filme tatsächlich in dieser Box auch jetzt erst am 19. November rausgebracht. In UK, also könnt ihr über Amazon UK zum Beispiel ordern. Ist aber deutlich teurer bei aktuell 150 Pfund. Dann sind wir bei, keine Ahnung, mit Versand und allem drum und dran. Bis vielleicht bei 180 Euro oder so, vielleicht weniger. Das ist natürlich zu viel im Verglichen mit den 100 Dollar von Amazon.com. Allerdings bräuchte man dann natürlich keinen Region Free Player, das muss man auch bedenken. Und naja, langfristig gesehen kommt man aber vermutlich nicht drum rum, weil es doch viel Zeug gibt, was es halt nur in den USA gibt.
wo aber einfach ganz toll ist und wo man haben möchte. Das ist mal klar. Ja, sonst habe ich, glaube ich, alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ah, Moment. Das war nicht die einzige Criterion-Edition, die ich hier unboxen werde. Ihr dürft euch noch auf eine weitere freuen, auf ein absolutes Schmankerl. Und ja, kleiner Hinweis: Es geht um einen schwedischen Meisterregisseur. Und das ist wohl die beste Edition, die je herausgekommen ist. Kann ich, glaube ich, behaupten, ohne zu übertreiben. Dürft ihr euch drauf freuen. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt mal irgendwann dazu kommen werde, diese Filme anfangen zu schauen. Das heißt, wenn dieses Video hochgeladen wird, wenn ich mal wieder Internet habe, kann sein, dass ich schon Filme hiervon gesehen habe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wer bis hierhin durchgehalten hat, besten Dank. Ich hoffe, euch hat das Unboxing so sehr gefallen wie mir. Denn es ist einfach Eye Candy. Das Teil ist wunderschön. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Servus.